Viel Vergnügen mit Age of Wonders 4. Und mit mir, ich bin wieder halbwegs genesen, Stimme ist wieder etwas voller. Wir können wieder ordentlich loszocken. Kurzer Hinweis an die Leute auf Twitch. Ich weiß nicht, wann das Video hier rauskommt. Auf YouTube an die Leute mein Hinweis. Großes Multiplayer-Event am Tag vor Christi Himmelfahrt. 17. Mai, 18 bis 24 Uhr bei mir auf Twitch. Aufzeichnung kommt auf YouTube. Wahrscheinlich kommt das Video zu spät. Falls ja, guckt doch gelegentlich, liebe YouTube-Leute, in den Community-Tab. Da gibt es ja so Reiter-Tabs und da poste ich immer so Hinweise auf spannende Live-Events zum Beispiel. Und wenn ihr da hin und wieder mal gucken geht, alle ein, zwei Tage poste ich da was, dann verpasst ihr kein Live-Event. Multiplayer-Event mit Steinwallen, Moritz Weber, Ranger Area, Mr. Merp, mit, einen habe ich gerade vergessen, Strategie-Ecke, Ranger, Merp, Steinwallen, Moritz Weber und mir am Mittwoch von 18 bis 24 Uhr auf Twitch, Aufzeichnung auf YouTube. Jetzt machen wir aber hier mal weiter. Wir wollen erstmal einen Außenposten hier gründen. Und wir hatten uns überlegt, den Außenposten hier rein zu gründen, glaube ich, da wo das der Untergrunddurchgang auch ist. Da kommen wir nämlich im zweiten Ring bis hierhin. Das sind zwei spannende Felder und können vielleicht sogar noch das uns holen, bevor die Grünen das sich wegklappen. Könnte allerdings schwer werden. Und eventuell schaffen wir es auch noch hier nach rechts rüber zu ein paar spannenden Geschichten. Da ist ein Weltwunder, ein altes Wunder. Das können sich die Stadt hier nicht claimen. Das ist ein Stadtstaat. Das können nur wir. Und dann kommen wir rüber in erster Ring, zweiter, dritter. Also nicht in allzu ferner Zukunft. Passt ganz gut. Und da können wir im Augenblick eh noch nicht reinreiten. Das ist ein Bronzewunder. Und da braucht man ein bisschen Manpower, eine starke Armee mit mehreren Helden. Ein Silberwunder sogar, okay. Da brauchen wir eh noch Verstärkung. Das heißt, wir gründen jetzt hier unseren Außenposten. Dafür haben wir kein Geld. Das haben wir aber gleich. Wir haben letztes Mal ganz viele Items verkauft. Und ein Item haben wir noch. Ein kleines, süßes Pony. Ja. Ein zuckendes, kleines Pony. Ich rede ja immer so gerne davon, ich würde den Ponyhof-Simulator spielen. Geht natürlich nicht, wenn man alle Ponys, die man im Besitz hat, gleich verkauft. Aber machen wir. Wir verkaufen ein Pony. Die besten Preise gibt uns immer der Kollege hier unten. Mit dem verstehen wir uns gut hier. An den verkaufen wir unser Pony hier. Da ist es. Der zahlt uns dafür 15 Gold. Dann haben wir 22. Kann man für 22... Gold, einen Außenposten gründen. 25. Und wir haben 22. Dann fehlt 3. Das ist doch nicht zu fassen. Können wir irgendein Bauprojekt rausschmeißen? Das ist ja unglaublich hier. Oder wir verkaufen dem noch ein magisches Material, das er nicht hat. Fokuskristalle zum Beispiel. Oder haben wir die dem schon verkauft? Wir gucken mal, ob das geht. Nee, wir können im Augenblick nichts weiter verkaufen. Außer unserem kleinen Pony. Und wie gesagt, die 15, das reicht nicht aus. Dann fehlt uns 3. Wir schauen mal, ob wir irgendwo ein Bauprojekt rausnehmen für eine Runde. Ja, das hier, guck mal hier. Das hatten wir auf Vorrat eingestellt. Das merken wir uns einfach. Da kommt eine Bibliothek hin. Schon einmal 49 Gold, alles gut. Du musst dann auch nicht mal das kleine süße Pony verkaufen. Jetzt gehen wir hier vorne hin und gründen unseren Außenposten. Das Pony gehört weiter in uns, Leute. Es gab aber schon spitze Schreie von Emmy im Chat. WB, nicht das Pony, bitte. Einmal Außenposten bauen, da entsteht er. Ja. Jetzt ziehen wir noch ein bisschen weiter rum. Hier hatten wir... Ja, hier wollten wir nach Osten und Erkundungen betreiben. Ein Untergrunddurchgang, den wir noch nicht genutzt haben. Hier könnte ja noch ein Stadtstaat liegen. Ich will es nicht ausschließen. Wir hopsen mal über den Berg rüber.
So, der hat einen Außenposten gerundet. Der kann auch etwas ziehen. Der Außenposten ist nächste Runde da. Danach kann der hier in aller Ruhe ausheilen. Und das hat er auch nötig. 580. Damit könnten wir gleich noch was angreifen. Aber wir wollen einmal vorher ausheilen hier. Und der Außenposten ist in der Größe hier. Okay. Was schließen wir nachher als erstes an? Wahrscheinlich das hier, ne? Das ist ein Eisenlager. Und dann wächst das hier schneller. 10 mehr an Produktion. Das wäre sehr, sehr logisch, darüber zu gehen. Das heißt, das sollten wir gleich claimen. Das schaffen wir auch. Und wir reiten schon mal ein Stück dahin vor. Bis hierhin. Bleiben innerhalb der Grenzen aber. Und hier sind wir auf der Flucht vor, genau, vor einer Plage. Wir könnten hier noch Richtung Norden fahren. Vielleicht entdecken wir da irgendwas Spannendes hier. Leute, die Musik, die er gerade im Hintergrund hört, klingt die nicht total nach Game of Thrones Vibes? Wenn das gleich wieder so aufklingt. Habt ihr mitbekommen? Eine der Kommentatorinnen vom European Song Contest, der fand gestern statt, am 13. Mai. Die ukrainische Co-Moderatorin. Habt ihr das mitbekommen? Ich glaube, die war das, oder? Das ist eine Schauspielerin gewesen, die bei Game of Thrones mitgemacht hat. Ich habe erstmal gar nicht kapiert. Ich musste googeln. Habt ihr mitbekommen, wen die da gespielt habt? Ich spoilere mal ganz schnell. Das war die hier. Schande, Schande, Schande. Die lief da immer rum mit Haube über dem Kopf und einem U-förmigen nach unten gedrehten Mund, also immer so. Und schrie eigentlich nur immer Schande, Schande, folterte Leute und quälte die mit ihrer Frommheit. Also echt ein sehr sympathischer Mensch. Und das war gestern die lebensfrohe, strahlende und gut gelaunte, heitere und charmante Co-Moderatorin vom European Song Contest. Unfassbar, unglaublich. Da sieht man mal, was Schauspieler leisten. Es gibt ja viele Menschen im Real Life, die finden bestimmte Schauspieler und Schauspielerinnen unsympathisch, weil die in Rollen gesehen haben, wo die Bösewichte machen. Zum Beispiel der Junge, der Thronnachfolger und dann der junge König bei Game of Thrones, der, ich weiß nicht, wie der hieß, dieser Typ, dieser Sadist, der dann vergiftet worden ist. Der Schauspieler, der musste sich ja immer im Internet anfeinden lassen aufgrund seiner Rolle. Es gibt ja viele Menschen, die können nicht unterscheiden zwischen Rolle und Mensch und meinen, wenn ein Mensch seiner Rolle ähnelt, der Schauspieler, dann könnte er diese Rolle auch besser ausüben, weil er ja auch in natura so ist. Völliger Quatsch irgendwie, ne? Und umgekehrt gilt das dann auch, wenn jemand eine fiese oder eine gute Rolle hat, dann ist das im Real Life auch sicher ein netter Mensch und so weiter. Also Kinderglaube hoch 10. Unfassbar, ja. Musik im Spiel lauter, ihr hört die gar nicht. Echt? Also laut meiner Anzeige ist die eigentlich laut genug. Die hat eine gewisse Dynamik, die ist mal leiser und mal lauter. Aber im Augenblick sollte sie eigentlich stimmen, oder? Jeffrey, danke. Hier können wir nicht reinreiten. Noch nicht, weil wir erst in 5 Runden die offenen Grenzen haben. Ins Gebiet der Plage reinreiten wollen wir auch nicht. Ah, eben war keine Musik zu hören, jetzt schon. Okay. Hier warten wir noch eine Runde ab. Hier entsteht gleich eine Armee und dann kann man die Plünderer entfernen. Gott, was sollten wir mit denen denn machen? Ach, wir hatten die Armee. Wir wollten die Armee Richtung Osten schicken. Wir wollten in Waldweide. Waldweide, so wollten wir plündern, ne? Waldweide säubern und hier die Ogerfeste leer räumen. Das Bronzewunder, so war das. Und wir hatten hier vorne eine Viererarmee. Hier eine super starke. Ja, die hatte hier einen mächtigen Angriff durchgeführt. Und mehr Armeen haben wir echt nicht? Ist das alles? Haben wir so wenig Truppen? Das ist ja noch echt wenig hier. Ach, wir haben die Truppen gesplittet. Wir sind aber noch relativ früh im Spiel unterwegs. Wir sind beim Kampf auf Platz 4 nur. Wir können uns auch kaum neue Truppenrekrutierung leisten. Wir werden unten gleich eine neue Armee haben. Da haben wir Leute angeheuert. Haben wir einen Heilzauber potenziell? In einer Runde kann man das Bündnis des Glaubens machen. Auf einen Stadtstaat. Damit eine Vasallenstadt uns mehr Imperium generiert. Super cool. Klasse.
Da freue ich mich jetzt schon. Wir könnten einmal eine Armee heilen. Das scheint mir aber nicht nötig zu sein. Es sei denn, wir wollen hier möglichst schnell nachher vorankommen. Könnte man einmal machen. Damit man früher hier losmarschieren kann. Ja, einmal heilen hier bitte. Ah, das. Doch, da ist die Armee heilen. Bulwar schreibt, ich gebe dir zwar recht, WB, aber wenn man sich Charlie Sheen anguckt, da kann es auch zum Erfolg führen, sich selber zu spielen. Okay, das ist die Ausnahme von der Regel. Da kann ich nichts gegen sagen. Du entwaffnest mich gerade hier. Ja, ganz furchtbar. Adlane schreibt zu Recht, der Trend geht dorthin, dass Charaktere nur noch von Schauspielern gespielt werden dürfen, die diesem Charakter entsprechen. Es gibt im Zuge der... es gibt immer mehr Leute, die sich gut gemeint, heißt ja nicht immer gut gemacht, die sich wünschen, dass zum Beispiel Schauspieler, also Rollen, die von Personen, die ein körperliches Handicap haben oder die eine bestimmte Hautfarbe haben oder ein bestimmtes biologisches Geschlecht haben oder ein soziales Geschlecht haben, dass sie nur von Schauspielern oder Schauspielerinnen gespielt werden dürfen, die das auch haben. Ansonsten wäre das doof und das finde ich persönlich ganz schrecklich. Es gibt auch den Trend, dass manche Leute fordern, dass bestimmte Stücke, Schauspielstücke oder Gedichte oder anderes nur von Leuten in andere Sprachen übersetzt werden dürfen, die Eigenschaften haben, die auch die Person des Kreativen, des Urhebers dieses Stückes oder dieses Kunstwerkes haben. Das finde ich persönlich eigentlich ein Kinderglauben. Also die Vorstellung, dass man handwerklich besserer Schauspieler, also dass man handwerklich etwas besser in fremde Sprachen transportieren oder eine Rolle besser verkörpern kann, wenn man dem Urheber oder diesem fiktionalen Charakter eher entspricht in Persona. Das ist ein Kinderglauben davon, wie Kunst funktioniert. Ich kann den guten Willen dahinter erkennen, dass es darum geht, dass wenig repräsentierte Minderheiten, dass die mehr repräsentiert werden in der Öffentlichkeit. Das ist ein Anliegen, das ich auch wichtig finde. Aber das Mittel, das auf diese Weise umzusetzen, indem man, das ist im Prinzip eine ganz furchtbare Vorstellung von Kunst und führt zu einer Vereinseitigung von Kunst und Kreativität in der Öffentlichkeit. Und das finde ich sehr, 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 sehr doof einfach nur. Das finde ich persönlich ganz, ganz doof einfach. Meine persönliche Meinung. Entschuldigung, nur meine 5 Cent hier. Meine 5 Pfennige, die ich euch präsentiere. Nur meine Meinung. Wir machen gleich mal weiter. Und ich pflege auch immer bei der Gelegenheit offen zu sagen, nur deshalb, weil ich ein Streamer bin, bin ich nicht klüger als andere Menschen, wenn ich über Themen rede, die eigentlich gar nicht in mein Metier fallen, sondern nur meine persönliche Meinung entsprechen. Ganz wichtig hier. Ja? So, wir machen mal weiter. Und mit innen wollten wir Richtung Osten ziehen. Ja, und da, nee, hier oben können wir noch Sachen claimen gleich. Ja, ziehen wir mit denen mal nach oben vor. Und eine Runde weiter, Leute, okay? Forschung ist drin. Wir haben sehr viele Imperiumspunkte. Wir hatten eben durchgerechnet, wir brauchen nur 400. 200, um das Stadtlimit zu erhöhen und wahrscheinlich 200, um gleich aus der Stadt... Wir warten noch eine Runde ab, dann können wir das besser kalkulieren. Weil ich ja sehr gerne das hier mitnehmen würde. Einheiten regenerieren in eigenem Territorium schneller. Das hilft uns auf dieser Karte extrem weiter. Ich finde, das sollten wir machen. Wir spielen auf einer Karte, in der man in fremdem Territorium kaum regeneriert. Wenn wir das hier machen, dann haben dann die Einheiten, die gleich entstehen in der Hauptstadt, haben dann 2 Ringe mehr. Aber 200 Imperium ist sehr viel und das ist, glaube ich, im Augenblick nicht drin. Das merken wir uns fürs nächste Mal. Das wird uns helfen, Geld zu sparen. Wir haben ja chronische Geldknappheit. Aber das finde ich sehr cool auf dieser Karte für schneller heilen. Das machen wir mal kurz zwischendurch, ja.
So, hier vorne. Eine Plage betrifft uns nicht direkt. Verhandlung abgeschlossen. Vasallenstufe steigt. Super. Wir können Bündnis des Glauben ausüben. Einheiten, die durch Vasallenmobilisierung rekrutiert werden, sind immer Gläubige von dieser Stadt. Und die Stadt generiert uns Imperium. Wisst ihr noch, von welcher Stadt wir gerade Einheiten rekrutieren? Ich hab's nicht im Kopf. Wisst ihr das auswendig? Haben wir uns nicht gemerkt. Wir nehmen einfach mal die coolste Stadt überhaupt. Wir wollen ja 5 Imperium pro. Wir nehmen eh alle. Wir schauen uns mal die an, die uns am sichersten ist. Ich wette, wir haben von denen rekrutiert. Die Stadt Cyrona, das sind nämlich auch Bullwürfe. Genau wie wir. Ich wette, wir haben von denen rekrutiert. Ich hab's mir nicht gemerkt, aber ich wette, wir haben von denen rekrutiert. Die in einer Runde hier ankommen. Die werden uns leider hier nicht angezeigt, die in einer Runde da sind. Aber das Volk ist unser Volk. Die gehören auch den Bullwürfen. Hier gehen wir einmal drauf. Fünf Imperium mehr jede Runde und denselben Zauber, den gleichen Zauber, machen wir gleich nochmal. Den nehmen wir auf jede unserer Städte, auch wenn es 6 Mana pro Runde kostet. Wenn wir das dreimal gemacht haben, haben wir 15 Imperium mehr pro Runde, das ist super. So, und dann geht's hier weiter. Und der Außenposten hier oben ist jetzt da und den können wir jetzt zu einer Stadt machen. Das dauert, kostet nur 150 Imperium. Ja, Palisade sind da, machen wir. Und dann gönnen wir uns hier oben schon mal ein weiteres einmal Stadtlimit drauf. Oder wir holen uns 30 Gold mehr. Das können wir nämlich nachher auch noch machen. Wie viele Stadtstaaten haben wir? Wie viele Vasallen? 3. Dann haben wir 30 Gold mehr. Das ist eine Stange. Das ist ziemlich viel. Lass uns das mal machen. Ja? Wir holen uns 30 Gold mehr. Im Augenblick plus 275. Und jetzt? Plus 305. Und das können wir auch in einem Rutsch machen hier. Stadtlimit einmal erhöhen. Sind unsere Verteidiger. Ja, danke für den Hinweis von Adler Hannes. Ich weiß, ich habe die Diskussion selber angefangen, aber jetzt lass uns mal aufhören, rum zu politisieren und ein bisschen weiter zocken. Einverstanden? Einfach ein bisschen gute Zeit hier haben. So, und in einer Runde ist die Armee größer, dann greifen wir hier an. Das sind 242, das schaffen wir noch nicht. In Tiefenheim. Wollen wir einen weiteren Bau uns anlegen und machen hier. Ja, wir könnten nochmal 5 Imperium mehr machen, aber das ist sehr teuer. Danach können wir nichts mehr bauen. Das schieben wir mal zurück. Was bringt uns denn Geld oder Mana? Das ist sportbillig und bringt uns drastisch mehr Mana. Der Mana-Obelisk. Ja, spricht nichts gegen. Machen wir einmal. Die nächsten Städte checken bitte. Ja, ein Markt ist entstanden in Waldweide. Noch mehr Mana bitte. Wir brauchen im Augenblick viel Steinmetz. Mehr Produktion. Ja, aber der Schrein ist auch so schnell weiter. Dann kann man, bekommt man 10 Gold mehr und kann aus dem Groß... Aber dann geht das Geld bei uns schon wieder alle. Mehr Wissen wäre cool. Wir haben nicht so viel Wissen. Finde ich im Augenblick sogar noch wichtiger. Eine schnelle Bibliothek bitte. Hat man uns ja auch ausgesucht schon. Dann ist die Taverne gebaut worden, hier vorne. Stadt ist zufriedener, glücklicher. Ja, sieht man sofort. Und noch mehr Stadtstabilität könnten wir erzeugen. Schrein, geht ganz fix nochmal mehr Mana, bitte. Da wir nicht viel Geld auf Vorrat haben, nehmen wir jedes Gebäude mit, das uns irgendwie...
billig ist und uns Geld einbringt. Liebe Grüße an ein halbes Tausend der Age of Wonders 4 Fans. Liebe Grüße an euch. Wir spielen mit Blinzelkerzenschein und seinen Bullwürfen. Und wir spielen auf einer Karte, die ja mit, ich kann euch die Gländemerkmale auch mal kurz zeigen hier. Hier sieht man das am schnellsten. Das Reich besteht aus zwei Landmassen, getrennt durch ein unbewohnbares wüstes Meer mit tiefen Narben aus der Vergangenheit. Es gibt überall untote Einheiten. Das Reich wird von Untoten heimgesucht. Alle unsere die freien Städte und die Plünderereinheiten, also die neutralen Einheiten, haben die Eigenschaft Fluch des Untodes, sterben sie, kehren sie nach dem ersten Tod zurück mit 20% ihrer Trefferpunkte. Und außerdem, wenn wir außerhalb unserer Reichsgrenzen unterwegs sind, heilen unsere Einheiten kaum. Es ist wirklich eine sehr unwirtliche Umgebung und ihr seht auch, hier sind ganz viele Aschefelder überall und die Plätze für coole Städte sind sehr begrenzt. Ja? Hier ist der Außenposten, okay. Und jetzt können wir hier noch weiterziehen. So, und jetzt wollten wir hier oben angreifen. Sind die fit? Ja, wir können einmal angreifen. Das Wichtigste ist eigentlich, rüber zu rennen, hier vorne hin. Denn hier können wir in vier Runden können wir die Ogerfeste hinzufügen. Dann können wir hier vorher noch ein bisschen was säubern. Einmal hier angreifen, bitte. Sicherer Kampf. Wir erlauben Zauber. Wir haben genug Mana auf Vorrat. Das war ein schöner Sieg und wir haben niemanden verloren. Nur einer ist stark verwundet. Das ist ein Wunder, das würde ich gerne claimen, aber da brauchen wir eine deutlich stärkere Armee. Das ist ein Silberwunder. Das kriegen wir nicht gebacken. Wir könnten noch ein Stück nach links ziehen. Dann könnten wir hier demnächst nämlich die hier noch holen und noch Weiden anschließen. Das ist dann noch eins weiter. Das ist schon mal deutlich stärker. Da brauchen wir wahrscheinlich einen Rundentaktikkampf. Aber die holen wir uns hier links auf jeden Fall. Wir ziehen schon mal in die Richtung hin. Bleiben hier stehen und heilen dann noch ein bisschen. Wir haben die Überreste eines Helden eingesammelt. Von Hester der Wackeren. Ach. Ist jetzt bei uns in der Gruft. Haben wir irgendwann mal gekillt. Hester die Wackere. So sah sie aus. In Stufe 5 Heldin. Wir können ihre Überreste einsammeln. Ja, wir könnten auch ein Gebäude bauen, dass wir davon profitieren, dass wir sie in der Gruft haben. Ich würde mal sagen, wir machen es anders. Und holen uns das hier rein. Ach Leute, ich habe was völlig vergessen. Wir wollten Geld sammeln, um einen weiteren Helden zu kaufen. Scheibenkleister. Wir wollten gar keine Gebäude. Wir müssen ein bisschen sammeln. Also in dem Augenblick, wo wir die fünfte Stadt haben, im Augenblick haben wir vier, können wir nämlich relativ preiswert einen weiteren Helden kaufen. Im Augenblick ist es relativ teuer. Und dafür sollten wir ein bisschen Geld sammeln. Im Augenblick würde es kosten 450, aber ich denke so um die 300. Vielleicht, wenn der Außenposten zur Stadt geworden ist, in zwei Runden. Dass wir dann ein bisschen Geld auf Vorrat haben. Ja. Was fügen wir hier hinzu? Hier vorne, mehr Nahrung, Farm anschließen. Dann hätten wir eine fünfte Farm. Oh, wir ertrinken schon in Farmen. Gibt es ein wichtiges Gebäude, das wir bauen wollten? Zwei Förstereien, dann gibt es hier noch mehr Nahrung. Dafür brauchen wir zwei Steinbrüche, mehr Mana. Badehaus ist schon da. Münzamt erfordert... Oh, ich glaube, ich mache meine Kamera ein Stückchen weiter nach links, oder? Entschuldigt bitte. Ich glaube, so ist besser, ne? Also, wir könnten nachher... Münzamt, dafür bräuchten wir eine Mine, drei Farben Verstärkung, mehr Geld, ja. Steinmetzhalle.
noch mehr Produktion. Die Stadt ist eher produktionsschwach. Könnte man auch machen. Farmen sind da. Ein weiterer Steinbruch. Wir könnten hier den Steinbruch bauen. Oder eine Mine irgendwo bauen. Aber die ist weit und breit gerade nicht zu sehen. Dann bauen wir hier den Steinbruch und schalten damit automatisch den Weidenbonus von plus 10 Nahrung frei. Die bringen wir gleich eh um. Okay. Dann ziehen wir noch ein bisschen in der Gegend rum. Und mehr. Eine Runde abwarten und dann nächste Runde angreifen. Da, die sollen noch ein bisschen weiter aushallen. Schauen, ob wir hier was Spannendes entdecken. Könnten hier einmal reingraben, gucken, was wir hier Spannendes finden. Schauen, was wir da aufdecken. Ja?